Your Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Wir haben wieder Tipps heute aus der Region, und zwar von Al Vital. Ein Tippclip von Radio Soul hier, und bei mir ist Alda Violetta Koller live zu Gast, über Zoom dazu geschaltet. Hallo Alda. Hallo Gerhard, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich freue mich, dass wir diese Kooperation haben mit deinem wunderbaren Verein, mit deinem Projekt. Du machst hier Veranstaltungen in der Region, aber auch über Wien hinaus sogar. Und die haben immer ganz tolle Themen. Heute hast du eine Bienentherapie. Wie heißt das genau? Das nennt sich Apitherapie und kommt eigentlich aus der Volksmedizin, ist aber bis auf Propolis fast vergessen. Mhm. Und einmal im Jahr kommt eine Spezialistin nach Wien, die Rosemarie Bort, eine Heilpraktikerin, die sich darauf spezialisiert hat. Und die macht uns einen Vortrag mit einem tollen Überblick. Also naturheilkundliche Verwendung von Bienenprodukten, da gibt es so viele Sachen, du hast schon Propolis genannt, Honig, und das kann man für Kosmetik verwenden, für die Gesundheit, und sie macht da diesen Vortrag. Wann ist denn der Vortrag? Also der Vortrag ist am Mittwoch, den 25. September, wie immer Einlass ab 18 Uhr, Beginn 18:30 Uhr, und das geht weit darüber hinaus, also Gelée Royale und Propolis, aber genauso das Wachs ist sehr, sehr wichtig für Körperkerzen oder Ohrkerzen zum Beispiel. Mhm. Es gibt sehr viele Produkte von den Bienen, und die lassen sich auch ganz genial kombinieren mit Heilkräutern zum Beispiel. Mhm. Das ist ja schon eine Kooperation. Während der Bestäubung sind die Bienen dabei, und umgekehrt schenken sie auch mit den Kräutern gemeinsam noch eine extra Richtung. Es ist zur Wundversorgung gut, zur Hautreinigung. Das ist ja sehr wichtig, unsere Haut und unsere Atemwege, ja, das hat ja miteinander zu tun. Die Haut ist ein Atmungsorgan auch und ein Entgiftungsorgan, das größte Organ unseres Körpers. Und mit zum Beispiel einer Honigmassage kann man Schlacken aus der Haut massieren. Das wird dann wie Gummi, und nachher kann die Haut wieder atmen und sie ist entgiftet. Aber das ist nur das Oberflächlichste. Es ist auch für den Darm gut und gleicht aus den Elektrolytaushalt. Und Wickel gibt es mit Honig und Wachstüchern und sehr, sehr viel. Und die dazugehörigen Produkte nimmt sie mit. Mhm. Und die können die Anwesenden und die Alvital-Mitglieder an diesem Abend vergünstigt kaufen. Mhm. Und die Bezugsquelle lernen Sie natürlich auch kennen. Das ist das Melarium in Klosterneuburg, das sich nennt A bis Z, also ein Wortspiel. Mhm. Und gerne mache ich von A bis Z. Ja, A bis Z. Mhm. Und dort macht die Rosemarie Bort gemeinsam mit einem Arzt und einer Kräuterheilkundigen verschiedene Seminare in den folgenden Tagen. Also, und bei dem Vortrag kann man sich aussuchen, was ist mir das Wichtigste, wo habe ich Zeit. Und wenn man keine Zeit hat, muss man dann halt ein Jahr warten, bis sie wieder nach Wien kommt. Und dieses APIS-Z, das Melarium in Klosterneuburg, das gibt auch Imkern und Menschen einen guten Tipp, wenn sie also ihre Bienen über den Winter bringen wollen, weil die sind ja gefährdet. Das ist ja gar nicht so ohne. Und nicht nur wegen der Bestäubung, sondern auch, weil sie so viele Heilkräfte haben. Also es ist unsere ganze Agrarkultur, oder sehr viel davon hängt von den Bienen ab. Ja, man weiß ja, Pestizide oder andere Gifte, die in der Landwirtschaft verwendet werden, die schaden ja den Bienen außerordentlich. Ja, sie schaden ihnen, und der Einstein soll einmal gesagt haben, 5 Jahre nachdem die letzte Biene gestorben ist, ist es mit den Menschen auch aus. Das weiß ich nicht, ob es so schlimm ist. Es ist jedenfalls eine wünschenswerte, eine schützenswerte Spezies, die uns sehr, sehr viel schenkt. Heilsame Wirkung auf die Umgebung und auf den Menschen. Mhm. Wunderbar. Also, diesen Vortrag gibt es am 25. September. Ich glaube, du hast gesagt, das ist ein Mittwoch. Ist das richtig? Das ist ein Mittwoch, ja. Im Contemplor, das ist im 17. Bezirk, wo wir auch unser Sendestudio haben, unser Wiener. Und das ist in der Karl-Wahrenberg-Gasse 46. Einlass 18 Uhr, wie immer, 18:30 Uhr Beginn.
Ja, und danach gibt es natürlich wieder Catering und man kann schauen und was man dringend braucht, dass man sich was besorgt und kann also gustieren, welches das Seminar man vielleicht besuchen möchte. Und wenn nicht, dann hat man auch wirklich einen schönen Überblick, was Bienenprodukte für uns tun können. Also sehr wissenswert für die Hausapotheke zum Beispiel. Wunderbar. Also das spricht sicher ganz viele Menschen an. Anmeldung ist erwünscht über deine E-Mail-Adresse office@alvital-allesleben.at. Ja, vielen Dank für Ja. Anmeldungen. Das ist sehr wichtig für die Organisation, dass das Wunderbar. alles gut klappt. Gut, dann auf zum Bienenvortrag am 25. September im Contemporary. Ja, also ich freue mich, wenn viele kommen. Es ist wirklich so, dass die Rosemarie Bort nicht nur tolles Wissen hat, sondern auch eine ganz reizende Frau ist. Es ist immer sehr gemütlich mit ihr. Wunderbar, passend zum Thema jetzt Jewel Akins mit The Birds and the Beasts. Tschüss, bis bald wieder. Tschüss. Solution for entertainment.